Der Honda e verfügt über ein sehr großzügiges Display am Armaturenbrett. Das können Sie auch individualisieren, ganz nach Ihren Vorstellungen. Wie machen Sie das? Sie drücken hier auf Alle Anwendungen. Dann wählen Sie den Menüpunkt Allgemeine Einstellungen, den Menüpunkt Display. Und dann wählen Sie den Menüpunkt Hintergrund. Und hier haben Sie nun ein paar Ideen vorgegeben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ein Bild Ihrer Wahl hochzuladen, indem Sie hier auf Weitere hinzufügen klicken. Mittels eines USB-Kabels können Sie sich dann zum Beispiel mit Ihrem Smartphone verbinden und Ihr Wunschbild hochladen. Ich ändere das Bild jetzt hier auf ein Bild, das bereits vorhanden ist. Speichern ist ganz wichtig. Und mit dem Home-Button gelangen Sie wieder zurück zum Ausgangsdisplay.